Mann. Es sieht ganz so aus, als wärst du frei. Kannst dich voll laufen lassen, kannst ins Kino gehen. Jeder alleine, verstehst du? Und eigentlich so richtige Freundschaften und so, gibt's kaum, weil das alles so angeheizt ist, oder? Durch die ganze Maschinerie da. Das hängt ja alles zusammen, verstehst du? Die ganze Vergnügungsindustrie hängt garantiert mit den Schallplattenindustrie und Kleidungs- und alles so eine Scheiße. Ja, das eine profitiert vom anderen. Und da wird dann eben vorgelogen, dass man im Einlagen was macht. Das ist überall kontrolliert. Ja. Da wird aufgezwungen, was du zu hören hast für Musik. Ja. Das ist dann alles so wie in der Werbung, Zigarettenwerbung, wisst ihr so. Die ganzen Jugendlichen, so nette, dicke Autos, dufte Beute. Alles dasselbe, verstehst du? Und das versuchen die nur da nachzuspielen. Das ist eine Verdrängung. Eine Verdrängung von Problemen, verstehst du? Aber keine Entspannung, gell? Da vergisst du das für eine Stunde, dass du Montag wieder ackern gehen musst, ey. Ja, sowas, die von denen du das Geld kriegst, die kriegen das sofort wieder von dir. Also du kriegst das Geld und zahlst es denen sofort wieder zurück. Wa? Wenn du was verändern willst, dann wirst du gleich in der verschrien, dass du irgendwie doch kommunistisch eingestellt bist, dass du rot denken tust oder so. Und da haben doch viele Leute schon einen Vorurteil. Wenn jemand was verändern tut, dann will er doch nur was verändern, was ihm dann am Schlusseffekt dann besser geht. Ne? Es sind viele Leute, die dann denken, Mann, der ist rot eingestellt oder so. Aber das ist eine völlig falsche Meinung. Ich finde, jeder Arbeiter, jeder einfache Arbeiter, so wie ich, so wie du, wie alle, die haben überall was auszusetzen. Ja, aber die halten einfach den Mund, weil sie doch noch mit ihrem Geld auskommen. Und wenn sie jetzt überhaupt kein Geld mehr verdienen, dann würden sie doch wahrscheinlich doch mehr Rabatz machen, als jetzt einen stillen Urchen da irgendwo zu denken. Nur. Wie meinst du denn, wie du das, was du verändern möchtest, verändern kannst? Ja, was heißt, ich möchte verändern? Ich möchte verändern, naja, ich kann das nicht verändern. Vielleicht kommt noch der Tag, wo ich das erlebe, wo die ganzen Arbeiter mal auf der Straße gehen. Nicht mit fahren, sondern nur einfach nur gegen irgendwas meckern, protestieren. Wo sie doch dann selber wissen, denen geht's so schlecht. Oder so. So lange wartest du. Nicht politisch gesehen, sondern nur rein. Wie soll ich jetzt sagen? Es fehlt mir erfahren. Dass die Missstände, wo sie doch nicht mehr weiter wissen, einfach. Sich darüber aufzuregen und dann was versuchen zu unternehmen in der Masse. Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast.
und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ganz schön aber, ey Mann. Zu Hause gewohnt, bei Vatern und so, und haben uns abends immer im Rangel-Jugendheim getroffen, in Kreuzberg, in der Naunenstraße. Und da haben wir uns abends beim Bier getroffen und ein bisschen geplauscht über die Arbeit, aber es ist nie mehr gelaufen als tanzen und Tischtennis spielen oder so. Und da waren auch noch ein paar Kumpels, die haben so Lehrlingstheater gespielt, und mit denen haben wir uns dann überlegt, ob wir nicht irgendwie uns Räume suchen, wo wir unsere Freizeit und nach Feierabend gestalten, ohne dass da ein Leiter, ein Heimleiter da ist, der uns sagt, was wir machen müssen oder so. Ja, und da haben wir so rumgeguckt in Kreuzberg, und da haben wir dann am Mayanplatz eine Fabrik gefunden mit 4 Etagen, die stand leer. Und die haben wir dann besetzt. Das Jugendzentrum war im unheimlich schlechten Zustand, stand lange leer und war ein riesengroßer Müllhaufen und mussten unheimlich viele Sachen gemacht werden. Elektrische Leitungen, Wände gezogen und sowas alles. Na, und da haben wir uns dann raufgestürzt und haben versucht, das Haus zu renovieren und haben auch Arbeitsgruppen gemacht, wie Lehrlingsgruppen und Schülergruppen und sowas alles. Dann war das Problem, dass die meisten eben noch zu Hause gewohnt haben. Und die wollten sie nicht mehr. Die wollten von zu Hause raus und so. Und im Jugendzentrum konnte man, weiß Gott, nicht wohnen. Da haben wir dann versucht, erstmal zu mieten oder so, aber das geht ja überhaupt nicht. Weil wo willst du eine Wohnung herkriegen, wenn du Lehrling bist und da 200 Mark verdienst, noch nicht mal 18 bist oder so, kriegst du keine Wohnung. Schräg gegenüber vom Mayanplatz, da war das im Bethanienkrankenhaus, dann 2 Jahre leer und schöne Zimmer, und da haben wir gesagt, das ist das Haus für uns. Also das Bethanien war mal ein ehemaliges Krankenhaus, es ist geschlossen worden und stand leer. Und wurde beheizt im Winter und wurde zu nichts genutzt. Die Leute, die in Kreuzberg wohnen, haben sich unheimlich darüber aufgeregt und haben also gesagt, warum sollen die Leute nicht wenigstens drin wohnen oder so. Und wir haben dann das Haus da genommen, war ein ehemaliges Schwesternhaus. So viele Zimmer waren drin, so 90 Zimmer ungefähr, und ein paar große Räume, wo jeder sein Zimmer haben könnte. Und Gemeinschaftsräume auch. Und eine Küche und die Räumlichkeiten zum Wohnen waren also gegeben, weil nicht so ein riesen Klotz und war auch nicht zu klein für ein Kollektiv. So. Da haben wir uns im Jugendzentrum zusammengesetzt mit verschiedenen Gruppen und haben uns überlegt, wie wir das machen. Wie wir das Jugendzentrum besetzt hatten mit einem großen Fete und so, haben wir uns überlegt, machen wir auch. Da war ein Anlass, der Georg von Rauch wurde erschossen, und da war ein Teach in der TU, und da haben wir Flugblätter verteilt und haben zur Besetzung aufgerufen. Die TU war gerammelt voll, und da sind dann 600 Leute so hingekommen zum Mayanplatz und haben uns geholfen. Das sah so aus, dass so 100, 200 Leute ins Haus gekommen sind und der Rest stand draußen, sind nicht über die Mauern gekommen und so, und da waren auch dann schon die Bullen da. Und haben die Leute dann fürchterlich vom Haus auseinandergetrieben, also hingefahren mit Autos und
reingehauen und so. Und die Leute, die im Haus hier drin gewesen sind, haben sich recht wohl gefühlt, wa? Also haben sich gefreut, war unser Haus, wa? Abends kam dann noch der Jugendstadtrat, der Erwin, vorbei, der Erwin Beck, und wollte uns behandeln und so, und hat uns zugesichert, nachdem er sagte, wir gehen nicht raus und so, dass wir erstmal die Nacht drin bleiben können und am anderen Tag dann in Verhandlungen eintreten und so. Verhandlungen hat sich ergeben, dass wir einen vorläufigen Nutzungsvertrag bekommen haben über 6 Wochen. Die Situation hier in Berlin war so, dass die SPD bei uns versucht hat, uns vorzuzeigen, weil zu zeigen, guck mal, so machen wir Jugendpolitik. Und versucht hat, unsere Arbeit, die wir gemacht haben, als ihre auszugeben. War. Also ungefähr, nachdem das Rauchhaus ein Dreivierteljahr besetzt war, hat der Senat gemerkt, dass wir uns also nicht selbst kaputt machen. Und da hat er uns die Auflage gemacht, eine neue Nutzungsvereinbarung oder Nutzungsvertrag zu unterschreiben. Er enthielt die Heimaufsicht wie in anderen Heimen und wir durften uns unsere Sozialarbeiter nicht mehr selber aussuchen und wir mussten zu regelmäßigen Kooperationsrunden im Senat zusammentreten. Außerdem hat er uns die Auflage gemacht, dass wir jährlich eine Dokumentation rausgeben über das, was wir machen. Und statistische Angaben über wer hier wohnt und wie alt die Leute sind und diese Sachen. Außerdem stand im Vertrag, dass der Senat uns jederzeit kündigen kann, wenn wir diese Punkte nicht einhalten, also fristlos auf die Straße setzen. Da haben wir beschlossen, dass wir den Vertrag nicht unterschreiben, sondern erstmal eine groß angelegte Kampagne machen. Da haben wir uns überlegt, so was wir so machen können und sind auch auf der Idee gekommen, da und auf was richtig war, die Bevölkerung, also in Kreuzberg vor allem, zu informieren, aber auch so Jugendliche in Berlin und in Westdeutschland. Wenn wir rausgeschmissen werden, war, sitzen wir auf der Straße. War. Wir müssen eine Wohnung uns beschaffen. Wir sehen aber von uns, war, wie schwer es ist, eine Wohnung zu kriegen. War. Wenn du lange Haare hast und so und jung bist und so. Und am liebsten musst du verheiratet sein und weiß ich was nicht alles. War. Und wenn wir jetzt Wohnungen uns suchen müssen und so, war, wird ein ganz schöner Horror werden. War. Und darum werden wir eben alle Mittel versuchen, dass das Haus stehen bleibt. War. Oder wenn wir eben, da brauchen wir auch viele Leute. War. Darum machen wir morgen erstmal eine Demonstration. War. Und dann müssen wir eben möglichst viel hinkommt, damit die auch sehen, weil das die Leute dahinter stehen. Dann haben wir uns überlegt, was wir da noch machen können. Da sind wir so in Heim gegangen und haben da informiert und haben auch ein Teach-In gemacht in der TU, wo ungefähr 2000 Leute da waren. Und haben ebenfalls überall, auch so in Jugendheim sind wir gegangen und haben ihnen immer erzählt, was unser Haus eigentlich ist und was wir da vorhaben mit. Aber dass der Senat immer versucht, uns dazu zu blockieren, unsere Arbeit, die wir da machen wollten. Und jetzt, ja, zum Abschluss, bevor der Gesicht, also ziemlich zum Schluss, wollen wir noch folgende Resolution verabschieden. Also wir wollen, dass ihr die Resolution verabschiedet. Die hier Anwesenden unterstützen die Forderung des Georg von Rauchhaus nach weiteren Verhandlungen mit dem Senat und mit dem Bezirksamt Kreuzberg. Wir sind entschieden gegen die Schließung des Georg von Rauchhauses und fordern einen Vertrag ohne Heimaufsicht und Kontrolle und ohne fristlose Kündigung. TU Audi Max 7.12.72. Wir hatten während der ganzen Zeit sehr viel Ärger mit der Polizei. Machten unheimlich viele Razzien bei uns und kontrollierten immer so Leute nachts nach ihrem Personalausweis.
Die Presse benutzte die Razzien gegen uns und versuchte, uns in der Öffentlichkeit als Kriminelle, Penner und so weiter hinzustellen. Dann haben wir auch einmal eine Zeitung gemacht, also alle zusammen, das ganze Haus war daran beteiligt. Und das war unheimlich dufte, da sind die Leute, das hat den Leuten Spaß gemacht. Und jeder hat dazu irgendwie was beigetragen, von den ganzen Leuten, die hier wohnen, dass das eine gute Zeitung halt wird. Und die haben wir in der Auflage so über 10.000 Stück, nee, wie viel war das? 30.000 oder so. Haben wir die überall verteilt, in Berlin, in Kreuzberg und aber auch nach Westdeutschland verschickt, zu den Jugendzentren. Und haben aufgerufen zur Solidaritätsaktion. Haben wir noch mal eine Demonstration gemacht in Kreuzberg. Hände weg vom Rauchhaus, sonst geht's schon. Hände weg vom Rauchhaus, sonst geht's schon. Hände weg vom Rauchhaus, sonst geht's schon. Wir hatten verhandelt mit dem Senat. Der Senat hatte die Verhandlungen dann abgebrochen und dann haben sie uns 3 Tage bevor die Kündigungsfrist ausgelaufen war, haben sie uns nochmal angeboten zu verhandeln. Und da sind wir auch alle erschienen und da haben wir dann ziemlich gute Punkte noch rausgekriegt. Da haben wir zum Beispiel die fristlose Kündigung rausgekriegt. Da, jetzt haben wir eine Kündigung von 5 Monaten insgesamt. Und der Heimaufsichtsparagraf wurde sehr beschränkt bis auf einige Kooperationsgeschichten. Also wir müssen uns, wenn der Senat bei wichtigen Dingen, wie er das nennt, müssen wir uns mit ihm treffen und das besprechen. Konkret sind die Punkte, dass man A, wissen muss, wer an diesem Experiment beteiligt ist und welche Berater diesem Experiment ihre Funktion andienen. Man müsste des Weiteren sicherstellen, dass die Qualität der Berater, insbesondere was die sozialpädagogischen Voraussetzungen anbelangt, so gestaltet ist, dass man gewährleistet sieht, dass auch wirklich sozialpädagogische und nicht in erster Linie, wie soll man das sagen, gesellschaftsumstürzlerische Arbeit betrieben wird. Also wir haben zuerst, wollte der Senat uns da also so ein paar Sozialarbeiter bringen, die uns höchstwahrscheinlich bloß da kontrolliert hätten. Wir wollten Sozialarbeiter haben, vor allem die wir kennen und die unsere Freunde sind. Genau die haben wir auch gekriegt. Die waren damals wichtig für Legalisierung und also von den Trebelgängern, die gekommen sind, mit den Eltern reden und halt der ganze Zirkus, der dabei abzulaufen hat. Ja. Und was noch wichtig war mit den ganzen Verhandlungen, das war die, dass wir da keine Delegierten hingeschickt haben, so 2-3 Mann oder so, sondern dass wir da alle hingegangen sind. So dass wir da irgendwie viel stärker waren, viel selbstbewusster und dass wir so ja noch geschafft haben, die Typen irgendwie, also diese Senatsleute da irgendwie in der Enge zu treiben. In den Ausschüssen uns sagen, wir verdammt ja beinahe schon nichts wert. Aufgaben der Sozialarbeiter, die sie haben, ey. Orte aufzusuchen, wo Jugendliche nicht zusammen, wo Jugendliche nicht stattfinden. Eine Unverschämtheit. Irgendwo stellt sich ja auch die Frage, ob so ein Paragraph überhaupt rechtmäßig ist. Stellen Sie die Frage an uns auch. Ja, und wir können jetzt aber auf die Besonderheit des Landes eingehen. Angenommen, das sind 50 oder 70 Leute, ja. Und wie soll man denn für 50 oder 70 Leute Unterkünfte finden? Die liegen ja praktisch ja wirklich auf der Straße. Ne? Ja, wir nach wie vor eintreten, das war vor allem die Sache. Mit dem Vertrag, den wir dann doch unterschrieben haben, gab es aber im Haus trotzdem immer noch gewisse Meinungsverschiedenheiten. Aber die Linie, dass das doch besser ist, den Vertrag zu unterschreiben und dass es auch wichtig ist, weiter im Haus zu bleiben, die Linie hat sich doch irgendwo durchgesetzt. Die Bewohner des Marta Maria Hauses am Bayernplatz beschäftigte heute noch einmal den Ausschuss für Familie, Jugend und Sport des Abgeordnetenhauses.
Die Jugendlichen haben sich geweigert, den bisher vorliegenden Vertrag zu unterschreiben, weil er ihrer Meinung nach der Behörde zu viele Kontrollmöglichkeiten und, wie sie meinten, Intimschnüffeleien einräumte. Der nach nochmaligen Gesprächen mit den Hausbewohnern jetzt überarbeitete Vertrag wird nun akzeptiert. Das stieß im Parlamentsausschuss für Familie, Jugend und Sport auf die Kritik der CDU-Fraktion. Diesen Versuch, obdachlosen Jugendlichen eine Chance zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu geben, begrüßte, aber beanstandete, dass der jetzt vorgelegte Vertrag den Behörden keine Möglichkeit lasse, überhaupt noch mitreden und mitbestimmen zu können. Dem widersprach Senatorin Ilse Reiche. Die meinte, man könne das Misstrauen der Jugendlichen gegen behördliche Aufsicht nur durch ein tolerantes Entgegenkommen abbauen. Sie wisse aber, dass der vorliegende Vertrag Risiken enthalte. Sollten sich die Jugendlichen nach Vertragsabschluss nicht an die schriftlichen Auflagen halten, wurde zweimal gemahnt und erreicht eine nicht einhaltende Vereinbarung mit einer dreimonatigen Frist gekündigt. Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich mit und fest und marsch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihm sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir rollen später, lassen sie erstmal drin. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Ich war zu Hause das einzige Mädchen gewesen und hatte noch zwei Brüder und immer ein Zimmer gehabt, schon so lange ich denken kann. Ne? Und meine Eltern waren berufstätig gewesen, meine Mutter auch. Also habe ich die ganzen Hausarbeiten gemacht, ich habe geputzt. Und wenn sie nach Hause kamen, Mittag gegessen und abgewaschen, habe ich also wenig Freizeit gehabt. Ne? Und wie so ist, wenn man mit drei Leuten in ein Zimmer ist, dann waren immer Stänkereien gewesen. Ne? Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Dann war ich zwei Monate unterwegs gewesen, bin zum Jugendamt gegangen. Die haben mich dann in eine Wohngemeinschaft drin gesteckt und da habe ich echt nicht ausgehalten gehabt. Ne? Dann bin ich ins Rauchhaus gekommen. Und meine Mutter, die war öfter hier gewesen, die findet ganz nett, alles sauber und so. Ne? Und mein Vater ist eben schwierig, war, der sagt kaum was. War. Aber wenn er was sagt, war, seit getraute Aggressionen sind, war, weil er die Schuld eben aufs Rauchhaus schiebt, dass seine Tochter nicht mehr zu Hause war. Aber meine Eltern ist nicht so, dass ich sagen kann, nee, das ist falsch, war, hört nur auf mich, vielleicht ist es so richtig. Und hier kann ich den Leuten ihm klar machen, dass vielleicht das, was ich denke, auch richtig ist, war. Und dass jeder auf jeden einsteigen tut, ja. Und zu Hause ist das eben nicht wahr. Was der Vater sagt, ist richtig. Wenn die von der Arbeit nach Hause gekommen sind, waren sie immer ziemlich aggressiv, ne. Und aber heute verstehe ich das, war, wenn sie drei Kinder haben und den ganzen Tag arbeiten müssen und dann abends noch drei Kinder zu Hause haben, war, dass denen schon ganz schön nerven tut, war. Heute sehe ich das schon ein bisschen anders wie früher. Also ich mit vielen Leuten auseinandersetzen, ne. Und versuchen halt mit denen gut zusammenzuleben. Die Auseinandersetzung, weil dass die auch die Probleme gelöst werden. Und zwar nicht alleine, jeder für sich, sondern zusammen. Zum Beispiel waren damals unheimlich wenig Mädchen gewesen zum Zeitpunkt, war also nach der Besetzung schon eine Weile später. Und ziemlich viele Jungs waren. Da stößt man einfach aufeinander. War. Man hat ja keine Lust, immer ein Unterlegener zu sein, war, wenn man sieht, da läuft Scheiße, versucht man doch besser zu machen. Weil wir haben uns zusammengesetzt und uns darüber unterhalten, auch mit Einzelnen sind zum Einzelnen hier und haben uns mit ihnen unterhalten war, und ihnen gesagt, was wir nicht gut finden war, und die haben eben erzählt, was die an uns nicht gut finden war. Und ich glaube, das zum größten Teil, also nicht bei allen Leuten schon so, dass es besser läuft, aber zum größten Teil schon. Wir sind 20 Mädchen und 20 Jungs war, und das hat schon viel geändert, weil das Mädchen genauso viel zu sagen hat wie ein Junge. Und
Versuche, eventuell auch irgendwelche Erzieherbeispiele zu bringen, oder was wollt ihr? Was habt ihr gemerkt, nachdem ihr in den Mittelkreis vom Senat Geld bekommen habt? Was wollte der Senat? Also durch jeden Pfennig Geld, den man vom Senat bekommt und nicht genau weiß, was man damit anfangen soll, da wird man gekauft, wa? Und also er hat ja ein Beispiel gegeben in Köln, wa? Durch Geld kann man also unheimlich viele Leute runterholen. Von irgendwas zu machen, wenn man sich keine Gedanken mehr machen muss. Sag mal konkret, wie das bei uns war. Also okay, also wir hatten 25.000 Mark Senatsgutscheine gehabt und haben also alle zu fressen gehabt, was wir gebraucht haben, konnten uns Klamotten kaufen, jeden Monat lang. Die Bemühungen, die zum Anfang da waren, also arbeiten zu gehen, war uns selbst zu organisieren, uns also Gedanken zu machen, war. Leute können es nicht sagen. Wir haben alles da gehabt, wurde keiner gekocht, also bis um 2 Uhr wurde geschlafen, nachts wurde durchgemacht und keiner ist auf die Arbeitssuche gegangen, solange das Geld vom Senat da war, niemand. Und dann haben wir gesagt, dann fingen sie an, Bedingungen zu stellen und da ging es um den Nutzungsvertrag und da kamen Paragrafen rein, die eben sich auch aufs Geld bezogen zu schichten. Und da haben wir gesagt, also nee, wir wollen kein Geld und ab da fing eigentlich erst die Selbstorganisation an. Also wisst ihr, dann haben wir gesagt, wir wollen kein Heim sein, sondern wir wollen wie in einer großen Wohnung wohnen. Dann haben wir das so geregelt, dass jeder Geld zum Essen abgeben muss. Die Arbeiter geben mehr ab als die Schüler und die Lehrlinge. Und die halt mehr verdienen, die unterstützen die, die wenig oder gar nichts verdienen. Habt ihr eine extra Gruppe, die das alles organisiert? Ja, also eine extra Gruppe da haben wir nicht, wa? Also mit dem Geld machen wir so, das nennen wir Wirtschaftsausschuss. Das machen zwei Leute, die verwalten das Geld, nehmen das ein, das wird dann abgewechselt, wa? Und alle paar Monate machen das dann zwei andere. Und du, also wenn du jetzt Küchendienst hast, die Küchendienst haben, die gehen dann zu den Leuten und holen sich das Geld ab und gehen dann einkaufen. Salat in jeder Menge. Paprika. Ja, Jünger und Schoten. Ja, noch. Vierer. Ja, drei mehr. Von denen, wa? Ja. Für alle und muss doch abwaschen und die Küche sauber machen. Und dass dann immer drei Leute zusammen kochen, also heute drei, morgen drei, wechselt immer ab, bis alle rum sind. Und da kommst du dann bis alle 2 bis 3 Wochen ran. Ja. Und das ist halt ein unheimlicher Vorteil, denn wenn du alleine bist, ja, dann musst du jeden Tag kochen und sauber machen. Das ist so, dass was für morgens die Leute, die arbeiten gehen, essen zusammen Frühstück und die Schüler frühstücken auch zusammen, also so um 7 oder so. Und dann gibt es eben nochmal abends zusammen, essen wir nochmal Mittag fahren. Verkocht man ein Zimmer so? Wie viele Typen schlafen da denn auf ihrem Zimmer? Ja, also es ist wie in einer großen Wohnung. Aber jeder hat sein eigenes Zimmer, wo er für sich seine Sachen alle hat. Kommt jetzt jemand an, der hat also jetzt, sagen wir mal, der lebt im Heim und könnte da zwar bleiben, aber das passt ihm eben nicht, wie die Leute da sind und so. Und der kommt jetzt zu euch hin. Ja, also Dienstag und Donnerstag machen wir mal Plenum, treffen wir uns alle, da ist dann Vollversammlung. Und am schwierigsten ist halt, denn eine Aufnahme war, wenn einer kommt und sagt, er hat nicht zu pennen, er hat keine Arbeit. Ja. Naja, und dann müssen wir halt alle zusammen mit ihm überlegen, ob wir das auch verkraften können. Lehrling. Aber Berufsschule. Im April fahre ich eine Lehre. Entweder als Fernsehtechniker oder als Fernmeldiker. Du musst es sehen, da sind viele Leute, die älter sind als du hier, nicht?
Und ich will nur mal erzählen, dass es Probleme geben kann hier. Und dass du vielleicht gar nicht zurechtkommst mit uns vielleicht. Ich meine, ich hab dir was gesehen, dass du noch nicht gestrichen hast, nicht? Aber so auf lange Zeit hast du vielleicht gar keine Lust hast mehr oder was, ey. Und es ist ganz schön schwierig, also viele Freiheiten hast du da nicht so für dich selbst. Also, da musst du dich eben, da musst du dich ganz schön so mit den Leuten auseinandersetzen, mit den 20 Leuten hier im Haus, so, weißt du? Was hast du denn das letzte Jahr gemacht? Ja, ich hab Maler gelernt, musste ich aber aufhören. Hast du Arbeitspapiere oder? Ja, die sind jetzt zu Hause zur Zeit. Aber was aufhören müssen? Ja, weil ich Ausschlag gekriegt habe. Ach, von den Malern? Allergie. Ja. Hat eine Allergie gekriegt. Wie lange hast du denn schon gelernt, ja? 3 Monate. Ach so. Ich bin vor 3 Wochen von zu Hause gekommen, weil mich das angekostet hat, immer unter Befehlen zu nehmen, unter Vorschriften. Und da bin ich jetzt in letzter Zeit bei meinem Kumpel gewesen, hab da gewohnt, sind denen seine Eltern nach Hause gekommen. Und der hat mir dann empfohlen, hier jemand zu gehen und hier nachzufragen, ob man hier wohnen kann. Ja, dann bin ich hier. Die Älteste. Ich bin 16 Jahre. Du musst doch zur Schule gehen. Nein. Geht arbeiten. Erzähl doch mal, was bei deinen Eltern so los war. Also, das läuft ja meistens länger und dann gibt es irgendein Ereignis, warum du dann abhaust. Naja, ich bin von meinem Vater mal geschlagen. Mir wurde vorgeschrieben, was ich zu tun habe. Also, wenn ich hier halt weg auf Toilette musste ich fragen jetzt. Also als Beispiel. Wenn ich so an zur Fete gehen wollte, nein, ja, kannst du hier um 7 oder um 8 muss zu Hause sein. Bist du aus Berlin? Ja. Welche Gegend? Aus dem Wedding. Er ist 3 Tage hier, erzählt, was mit ihm läuft und dann hörst du gleich ein paar Stimmen. Also ich hab nichts dagegen, weil vorher mal die Leute war, ja, also wir müssen den Typen erst kennenlernen, wir können ja einfach Leute aufnehmen und dann sind wieder so ein Reinfall. Das ist ein ganz großer Widerspruch, wa? Ein Lehrling, der entschlossen ist, eine Lehre aufzunehmen, den kann man leichter aufnehmen. Da wirst du wahrscheinlich nicht so problembombardiert, wie wenn du einen Schüler, der sowieso nicht zur Schule gehen will, aufnimmst. Oder einen aufnimmst, der ein Jahr lang schon durch die Gegend zu Hause war und einfach einen regelmäßigen Tagesrhythmus verlernt hat. Da hast du einfach viel mehr Probleme, wenn der aufgenommen wird. Verstehst du, da gibt es doch Unterschiede. Wenn man so sagt, dass er vielleicht eine Woche mit den Leuten zusammen sein kann, mit den Leuten quatschen, dass die Leute mal so ein Bild von dem kriegen, ne? Und dass er, wenn er in der Woche, wenn die Leute ihn denn, in der Woche kann man sich schon kennenlernen, irgendwie kann man sich denn schon ein bisschen kennenlernen, wa? Und irgendwie ist das ja eine Chance für ihn, wa? Und wenn es eben nicht klappt, kann man ihm nur sagen, hör mal, das und das ist scheiße und so. Und das kann eben nicht hier wohnen. Ich finde das falsch, wa? Guck mal, du kannst jetzt entweder sagen ja oder nein. Wenn du nach einer Woche sagst, nein, du wirst nicht aufgenommen, wa? Dann steht er genauso vor dem Problem wie jetzt. Ja. Ich freue mich, dass ich überhaupt eine Chance bekomme, zu zeigen, wie ich bin und mich auch in eure Lage versetzen kann, wie ihr seid und ob das auch in meinen Vorstellungsbereich ist. Mhm. Also bist du dafür, also mit der Woche, ja? Thank you.
Es gab Probleme, dass die Schüler nicht in die Schule gegangen sind. Alle drei Wochen fangen wir mal wieder damit an, mit den Schülern. Alle drei Wochen beschließen wir, jetzt müssen wir was machen, dass sie ihre Schule gehen. Einerseits behaupten wir, dass Leute, die 6 Monate nicht arbeiten gehen, weil sie sagen, das ist ein Lernprozess. Ich glaube, dass Frau Fieter, Olaf und die, dass sie langsam mal gelernt haben müssten, dass das eben mit Schule laufen müsste. Die Frau Fieter ist schon über ein Jahr hier. Alles andere war als von uns eine falsche Auslegung. Denn wir unterstützen praktisch der ihren Abgebrühtheit, wa? Die wohnen jetzt hier 1 Jahr drin, wa? Und sowas zu behaupten und zu sagen, also die kleinen Schüler, wie kann man das nicht einfach auf die Straße setzen, geht nicht und so. Nein, das ist echt der Hohn, wa? Das ist ein totaler Liberalismus von uns, ja, aus, wa? Das ist der Hohn, genauso wie man gegen anderen Leuten konsequent sind, weil da musste vom Lernprozess aussehen, weil die müssten das gescheckt haben jetzt in der Zeit, wa? Da haben wir schon. Aber ja, das ist das nicht. Die jetzt 1 Jahr lang nicht. Die bleiben wirklich so. Die Abwehrzeugnis. Die Abwehrzeugnis. Die sollen die lernen. Die wurden hier zur Schule baut. Und die haben die nicht. Und die wissen auch, warum sie zur Schule gehen. Ja, kannst du nicht vermitteln. Ich finde, wir haben über die Leute, über die Arbeit, haben wir 1 Jahr lang gesprochen. Über die Schüler reden wir jetzt wirklich auf Plenum hin und wieder mal seit einem Vierteljahr. Und seit 3 Tagen machen wir den Schülern Frühstück morgens. Und 2 Tage davon sind sie zur Schule gegangen, sind sie fast alle aufgestanden. 1 Tag sind sie nicht aufgestanden. Und jetzt gleich wieder aufzugeben, ich finde, wir sollten das erstmal weitermachen. Dann schmeißen wir die mal aus dem Bett mit Wasser oder so. Habt ihr jetzt wirklich 14 Tage lang unheimlich häufig hier weg, wa? Und wenn ihr nach 14... Das wird so abgelöst, Junge, dann mach ich die nächste Woche. Ja, mach ich, bravo. Wer macht mit? Die Schüler, die gehen später in die Schule, also stehen später, was die Leute, die arbeiten gehen. Und die kommen auch wieder später zurück als die Schüler. Und es ist unheimlich schwer zu kontrollieren, ob die nur in die Schule gehen oder nicht. Und irgendwie muss man das so lösen, dass die Schüler sich untereinander kontrollieren. Aber und die arbeiten sich auch untereinander kontrollieren irgendwie. Das ist Schülergruppe, dass die gemeinsam für morgens, wenn die aufstehen, war, dass die auch ein gemeinsames Frühstück haben, war. Das, weil die Arbeit nehmen war, die haben Frühstück, war und dann immer sind wir weg, aber um 6:30 war. Und das soll dann so machen, weil die dann auch gemeinsam für morgens aufstehen und Frühstück machen. Ja. Ja, das Schulproblem mit den Schülern ist ja nicht nur, sind nicht nur die Schüler, nicht, sondern es ist Brot auf Gegenseitigkeit, ja. Also Schule und Schüler, nicht. Der Schüler bekommt immer Druck vom Lehrer und so, von der Schule selbst, ja. Hier werden sie nicht irgendwie unterdrückt, ja. Und in der Schule werden sie das, ja. Dann werden sie natürlich sagen, warum soll ich da hingehen, wo ich unterdrückt werde? Dann gehe ich ja das gar nicht hin, dann bleibe ich da, wo ich unterdrückt werde. Also so sehe ich das hier. Genau wie wir die Betriebskonflikte nicht im Rauchhaus lösen können, können die Schüler ihre Schulprobleme nicht hier im Haus lösen. Während wir gegen die Probleme auf Arbeit ankämpfen, sind unsere Schüler dazu zum größten Teil noch nicht in der Lage. Die meisten sind noch sehr jung und kommen aus Heimen und waren früher auf Trebe. Sie sind mit der Schule unzufrieden, aber anstatt sich dagegen zu wehren, ziehen sie sich zurück. Unser Schülerproblem hier kann nur gelöst werden, wenn die Schüler anfangen, sich mit anderen Schülern zusammenzuschließen und für ihre Interessen einzusetzen. I'm dead and buried up, and I'm dumb to cry.
Erbittert schreibt er ins Tagebuch. Paris ist... Also ich war schon mal vor einem halben Jahr hier gewesen. Da war das bedeutend schlimmer wie jetzt augenblicklich. Jetzt augenblicklich sieht es so aus, dass verschiedene Räume aufgeräumt sind und die auch in Jans wohnen, die einen Eindruck machen. Ja, und ist es dann dürfte, dass sie hier so das Haus besetzt haben, die Jugendlichen, oder wie steht's? Na, das ist nun mal ihre Sache. Also, was soll man dazu sagen? Ein Haus braucht nicht leer zu stehen, ein Haus kann genutzt werden, ohne weiteres. An und für sich ist das eine harmlose Sache, ja, in weiter Abwehr betrifft das ja keinen. Also Krankenhaus ist aufgelöst worden damals und seitdem spielt das ja für uns gar keine Rolle, was mit passiert oder sonst was. Das ist nicht unsere Sache und da wird sich ein einfacher Bürger auch nicht drum kümmern. Bloß, wenn du reinkommt oder näher rangekommen ist wie wir, wo wir nur den Einblick hatten so in den Ganzen, da waren wir nur zuerst durch den, also offen gesagt, durch den Schmutz abgestoßen, der überall geherrscht hat. Wenn ein bisschen mehr Ordnung drin gewesen wäre von Anfang an, wäre das vielleicht nicht so hochgekommen. Ja, wie ist mit der Frage, dass das also die Bürger hier nicht kümmert, dass hier also ist, das sind doch unsere Steuergelder, die hier also praktisch dann verbraten werden, wenn die Gebäude leer stehen. Man muss das doch praktisch jeden Einzelnen kümmern hier, dass das also genutzt wird. Müsste, aber wollen wir sagen, der Durchschnittsbürger hat ja zu sowas gar keine Zeit. Der gibt sich damit prinzipiell nicht ab. Das ist aber sein Fehler, ist doch ja, sein Geld. Ist ein Fehler. Sonst, wenn er seine Lohntüte kriegt, kümmert er sich da auch darum, was mit seinem Geld passiert. Richtig, aber er wird sich in seltensten Fällen darum kümmern, was nachher mit, er verlässt sich ganz auf die Obrigkeit, die wird schon richtig machen. Auf jetzt! Also mein Sohn weiß ich, dass der abends meistens in ins Rauchhaus, also ich weiß genau, wo er sich abends rumtreibt. Da siehst du wenigstens aus den Jugend auch, dass die Jugend sich selbst auf eigenen Füßen stellt und sie können, sie machen ihr, sie gehen zur Arbeit, gehen in die Schulen, machen ihr Essen. Angenommen, wollen wir mal sagen, Freddy würde heute kommen. Sie würde jetzt sagen, Mama, mir gefällt es nicht, zu Hause mehr. Jetzt kommt aber die Gegenfrage von mir, wo gehst du hin? Da er ja nicht sagen kann, wo er hingeht, würde ich vielleicht sagen, pass mal auf, setzen drüben vom Rauchhaus, würdest du da einziehen? Und wenn er sagt, ja, würde ich ihm keinen Stein im Weg legen. Er könnte freiwillig einziehen. Na, natürlich würde ich rübergehen und mich auch mit den Leuten da drüben unterhalten und sagen, also nicht so, dass ich sage, so, du gehst da rein oder so, ich rübergehen würde, sagen, also mein Sohn möchte gerne zu euch hier, nehmt dann auf und wird mich auch unter einiges erkundigen, wie es ist und ich meine, und soweit wie ich das Rauchhaus kenne, finde ich das okay. Die helfen dir auch, genauso wie es dir vielleicht, sagen wir, deinem Freund oder dem Kumpels hier in der Straße helfen kann oder sonst jemand, vielleicht sogar noch mehr. Freizeitheime gibt es sehr wenige, ehrlich gesagt. Es könnten mal ruhig, nach meiner Rechnung, könnten mal ruhig noch ein paar mehr sein. Die meisten Freizeitheime sind so überfüllt. Ja, aber du, da dürfen die Freizeitheime nicht von welchen geleitet werden, die beim Senat arbeiten und diese ein bisschen so drüllen. Das Schema F, weißt du? Ja, was sind denn die Dinger hier mal gesagt vom Senat? Na, die vom Senat, die Dinger, da ist einer vom Senat drin, der baut da mehr Scheiße als die Jugendlichen zusammen. Nein. Irgendwann wird mal eine Zeit kommen, wo die Jugend alle einer Meinung ist. Um eine Sache durchzubringen, die man sie durchbringen will, und man kann sie nicht alleine durchbringen, ja. Also müssen das ein paar Leute eben mehr sein. Denn wenn man das alleine versucht, man scheitert ja doch wieder. Und wenn alle, die ganze Jugend sich aufeinander stellt, alle Mann zu einer Faust, dann können Sie mir glauben, dann verändert sich die Welt. Naja, eine alleine schafft nie, aber in mehrere schaffen doch was. Wir hatten noch ein ganz bestimmtes Problem, wir sind alle zu Hause nicht mehr klar gekommen, dass man nicht klar kommt, das Problem von dieser Gesellschaft war. Und dass wir hier drinnen mit ein paar Leuten der Gesellschaft Probleme abgenommen haben, dass wir uns zusammengesetzt haben und dass wir uns jetzt darum kümmern, dass kleine Typen eingegliedert werden, dass wir unsere Scheißhäuser sauber machen zusammen, das war aber in Wirklichkeit überhaupt nichts verändern, war, sondern dass wir für 50 Leute das verändern. Was wir gelernt haben, ist ein autoritäres Elternhaus, wo einer bestimmt, wer was macht, Aufgaben verteilt werden und das hat zu laufen. Oder im Heim ganz genauso. Und jetzt haben wir entgegengesetzt Selbstorganisation. Und da haben wir erstmal unheimliche Schwierigkeiten, weil es keiner gelernt hat. Ich finde ganz wichtig, jetzt mal zu überlegen, wir haben jetzt nicht nur das Rauchhaus in Selbstorganisation, sondern auch das Jugendzentrum. Und man muss doch Selbstorganisation für was? Und wenn man zum Beispiel jetzt eine Druckerei einrichtet in Selbstorganisation, dann muss man wissen, was man druckt. Und es ist eine Kneipe,
gut, das ist noch Vergnügen, aber dann geht's weiter, dann kommen andere Sachen, die man machen kann. Und da muss man wissen, für was, sonst läuft es nämlich nicht. Und dann ist das, glaube ich, das Problem auch in Westdeutschland und überall war das. Ein Haus im Besetzen noch lange überhaupt nicht gut für die Sache eben war, sondern dass man eben was tun muss. Da sitzen Sie in Ihren selbstverwalteten Jugendzentren und es läuft überhaupt nicht. Deshalb ist es auch wichtig, dass Selbstorganisation als Selbstzweck überhaupt nichts nützt. Dass das eben irgendwie ein Kampf dafür sein muss, wie der gestern im Film gesagt hat. Dass das verbunden sein muss mit dem Kampf gegen diese Gesellschaft. Da muss Selbstorganisation so einigermaßen klappen. Das liegt daran, weil wir uns durch ein paar Kämpfe, die unsere Existenz irgendwo bedroht haben, wo schon uns behauptet eben haben. Dass das Problem bei einer Selbstorganisation eben darin liegt, dass man zum Anfang eine Reformsache macht. Wa? Dadurch, dass man den Staat, also Aufgaben abnimmt, wie zum Beispiel das Problem, dass die Jugendlichen auf der Straße sind, da machen wir ein Jugendzentrum. Das müssten wir jetzt auch in die Spielstraße, die Aktion, wo wir also für andere Kinder was aufgebaut haben, war also Kletterjuristen und so, dass wir daraus erst lernen müssen, war, das umzusetzen, dann, dass es wirklich dass es uns weiterbringt. Zum Anfang ist es ganz natürlich, dass wir uns selber helfen. Und wir sind im Moment gerade da, dass wir uns selber geholfen haben, dass wir jetzt unsere Erfahrung umsetzen müssen. Unsere Aufgabe ist es, die Freizeit damit zu verbinden, um gegen das anzukämpfen, ja, gegen das, was wir den ganzen Tag erleben, Arbeit und so. Und das kann man. Dafür würden unsere Druckereien was zunutze sein mit unserer Freizeit. Und dann wäre, ich glaube, die Freizeit produktiv und ich glaube, sie würde viel mehr Spaß machen, ja. Und jetzt, das ist eine Bewusstseinssache, dagegen anzukämpfen. Das machen wir nämlich im Augenblick nicht. Das machen ein paar Leute, die jetzt auf Arbeit sind und eingesehen haben, dass das parallel läuft mit dem Kampf. Eben auf Arbeit. Die 8 Stunden auf der Arbeit, ja, das hört sich vielleicht blöde an, aber die können dir manchmal Spaß machen. Wenn du nämlich zum Beispiel mit deinen Kollegen dich sehr luft unterhalten hast oder eben gemerkt hast, dass die Kollegen mit dir einer Meinung sind und dass man mit dem was machen kann, dann kann ich also nicht sagen, dass ich von der Arbeit geschlaucht bin. Manchmal komme ich von der Arbeit mit sehr lufter Stimmung nach Hause, wa? Und dann, was noch ein Problem ist hier in dem Haus, gerade bei uns, wa? Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Wenn du nun wirklich, also wenn ich zu einer Gruppe gehe, war also, wo sich Betriebsgruppen treffen, das sagen mir andere Leute, die also am liebsten Musik hören und abfahren, war, die sagen zu mir, musst du wieder zu deinem Termin. Die setzen das voraus, dass das eine Bestrafung ist, zum Termin zu gehen. War. Und dabei muss wirklich klar werden, dass es Spaß machen kann, zu einem Termin zu gehen, wo du viele Leute triffst, wo man vielleicht zusammen überlegt, wie man weiterkommen kann. Der Schritt weiter ist eben, dass man sich irgendwie organisiert oder so und weiterkämpft, nicht bei Freizeit bleibt. Und das müssen wir vermitteln, dass wir eben auch vor dem Punkt stehen, dass nur Selbstorganisation, so wie wir es haben, eben nicht weiterhält. Dass es bestimmt ein guter Ansatz ist, aber dass das unbedingt weitergeführt werden muss. Singen Sie langsam Ohrenschlaus. Sie werden zwar sagen, das ist nicht viel, aber 1000 sind auch kein Pappenstiel. Und was nicht ist, das kann auch werden. Wir können uns ganz schnell verwehren. Ja, nach der Besetzung waren viele Leute im Haus, die wollten mit Arbeit überhaupt nichts zu tun haben. Die haben gesagt, warum geht er denn arbeiten dann? Da werdet ihr nur ausgebeutet. Und haben eben erstmal gesagt, weil hier im Haus, wir 50 Leute müssen uns erstmal hier einig werden und so. Wir haben aber überhaupt übersehen, weil wenn die Leute tagsüber draußen sind und arbeiten und fertig sind, dass das doch hier nicht irgendwie so ein kleiner Fleck ist, wo du eben anders leben kannst. Wie können sich Leute verstehen, wenn der eine den ganzen Tag arbeiten geht und weiß, dass der andere den ganzen Tag zu Hause rumhängt und er für ihn das Essen mit dran schaffen muss, wa? Genau. So und so oft nichts zu essen kriegt, weil der andere eben nicht arbeiten geht. Und das ist ja wieder wahr. Kann ich nicht verstehen. Das geht nicht, wa? Kannst du nicht verstehen. Und dann also, gehst du arbeiten oder gehst du nicht arbeiten, wa? Du kannst ja sagen, wie nicht arbeiten, wa? Und lernen verstehen, davon was lebst du denn wieder, wa? Da sind wir ein paar Leute, haben wir angefangen, wir gedacht, wir gehen zusammen im Betrieb. Und es war nachher so, da waren wir 8 Leute gewesen. Die waren in irgendeinem großen Betrieb gewesen hier. Ganz in der Nähe. Da sind wir dann zusammen immer für morgens aufgestanden meistens.
Also ist schon ganz duftet ihr für, wenn man morgens aufsteht und weiß, dass man nicht alleine aufsteht, sondern dass da eben 20 Leute mit aufstehen müssen. Und das ist was anderes, ob du dich alleine abfetzen musst oder ob du mit 8 zusammen oder 10 oder 20 das machst. Was wir haben da gearbeitet und dann war gerade Tarifrunde gewesen. Da war es in dem Betrieb so, dass sie da einfach Leute rausschmeißen, die, also die Unqualifizierten waren, die Hilfsarbeiter, um damit, dass die Leute eben Angst kriegen um den Arbeitsplatz und dann nicht irgendwie streiken oder irgendwelche Aktionen überlegen, dass halt mehr rauskommt bei der Tarifrunde. Und da wir die meisten alle Hilfsarbeiter waren, also wir nach 2-3 Monaten alle hintereinander rausgeschmuggelt waren. Also wenn man das nicht will überhaupt, man will ja nicht, dass man ausgebeutet wird. Ja. Und wenn man das wirklich verändern will, dann muss man halt auch länger arbeiten im Betrieb, aber um die Kollegen mit denen zusammen was machen zu können. Viele haben dann eine Ausbildung angefangen und jetzt sind wir so ungefähr 15 Lehrlinge im Haus. Welche Arbeitslosen sitzen noch hier? Wer ist arbeitslos? Ich! Mit der Helfen sollte er einen Frist bekommen. Mit der Helfen ist jetzt schon unheimlich lang im Haus, wa? Und wir haben versucht, bei den Eltern was rauszukriegen, wa? Also dass die Papiere rausbekommen, ist nicht gelaufen. Aber er hat selber halt auch keinen Einsatz gezeigt, da Arbeitspapiere zu kriegen. Und ich finde, man müsste da jetzt mal ein bisschen Druck aufstellen. Was ist auch beim Arbeitsamt? Aber mit einer Frist. Das ist beim Ärgern, na klar, der Frist muss schon irgendwo gesetzt werden, aber das ist extrem schwierig bei ihm, ja, die ganze Pappe zu kriegen und dann Arbeit zu machen. Ja, aber dass man da spricht, dass er das dann berichtet. Ja. Und jede Woche einen Bericht macht. Was sie gemacht hat in der Woche und was sie dazu getan hat, dass sie vorwärts kommt, ist kein Problem. Ja. Ich finde, wir sollten das so machen, weil das die Leute, die mit ihnen zusammen sind, weil die täglich fragen, was los ist jetzt im Augenblick, verstehst du? Das sehen wir so, dass das Plenum meistens bequatscht wird und dann wird es bis aufs nächste Plenum verschoben. Ja? Und die wirklichen Sachen werden irgendwie weggetäuscht, ja? Weil seine Situation und so. Also wer mehr dafür, weil das die Leute, die halt auch mit ihnen zusammen sind, weil ihn öfter fragen, ja, auch bei uns, wenn andere Leute Arbeit suchen gehen und so, ja, und halt immer fragen, was los ist. Ja. Also eine Frist finde ich falsch. Ich nehme zurück auf wöchentlichen Bericht und sowas. Ja. Vor allem die Regel. Das hat er gerade gesagt, wöchentlicher Bericht. Genau. Was ist vor allem von allen Arbeitslosen? Von allen Arbeitslosen, ja. Genau. Ja. Wieso gegen? Günther. Wieso nicht? Ey, Günther, da machen wir nochmal eine Feier nach, Günther. Also ich wollte jetzt gerade was zum Hansi sagen. Nee, aber, zu dem Hansi. Das macht er nachher. Wiederholt das nicht immer alles. Er wird 6-mal bis 7-mal alles wiederholt, ja. Es geht nur schon das wieder alles. Ja, stimmt mal darüber ab, aber also wer ist dafür, dass die Arbeitslosen, die krank sind, jede Woche auf Plenum Bericht abgeben, also wo sie gesucht haben, wo sie sich beworben haben und was da gelaufen ist und was sie auch im Haus gemacht haben, was sie sauber gemacht haben oder was repariert haben und so weiter, dass das jede Woche drankommt und wir da also auch in der Hand haben, dass wir jetzt jede Woche noch diskutieren können. Wer ist denn dafür? Oh, alle Arbeitslosen auch dafür? Was also? Sind wir hier alles für den ohne dass klar vorher gesagt wird, was zu laufen hat. Ja. Man kann das wirklich organisieren, wir haben es auch schon angefragt. Ja. Man kann vorher
Kann Frage stimmen, so und so viele Leute sind da. Die haben nichts zu tun, die haben wirklich effektiv die Zeit. Wer macht das? Die Leute, von denen eben die Rede war, die Arbeitslosen, die rumhängen, die da drauf kommen, langsam hier auf die faule Haut zu legen. Pass mal auf, ich glaube, du bringst da was durcheinander, wa? Das ist jetzt eben beschlossen, dass die was machen müssten im Haus und dass ein Bericht abgeben müssen. Das ist die eine Seite. Lass mich doch mal ausreden jetzt. Und die andere Seite ist die, die wir vorige Woche auch sehr gut angefangen haben. Da haben wir nämlich bestimmt, also haben wir nämlich festgestellt, diejenigen sind arbeitslos. Und da haben wir uns bereit geklärt und haben auch einen Plan aufgestellt, dass wir nämlich die Fensterscheiben hier im Haus ganz machen, dass wir einen Gemeinschaftsraum machen. Und da haben wir nämlich auch gemacht, die Scheiben und so weiter. Da musst du mal auf jeden Fall kommen und zuhören. Du kannst aber jetzt nicht, wenn wir so einen Beschluss allgemein fassen, wa? Gleich sagen, die haben das zu machen, wa? Wenn die Toilette nicht kaputt ist nächste Woche oder nächstes Jahr und das sind welche arbeitslos, dann können sie nicht wie Idioten die Toiletten reparieren. Also müssen wir auf jeder Plenum feststellen, was ist zu machen und das dann bestimmen. Man kann jetzt nicht einfach in den Topf schmeißen. Oder du schlägst den Klo kaputt, kannst du oben machen. Autoschloss halt da. Ich hatte so aufgehört, dass ich in der Zeit, wo ich im Jugendzentrum war, mich da von so einem Tankstellenbesitzer überreden lassen, bei ihm anzufangen war und die Tankfahrt leer zu machen. Tankwart ist ja irgendwo nur so ein Überbleibsel, wo es ja einfach so ein Dienstleistungsjob eigentlich war. Scheiben putzen und so eine Sachen war. Da gibt es heute noch Typen, die an Hotels stehen und die Türen aufmachen 8 Stunden am Tag. Was ist denn das? Wa? Tankwart ist noch ein bisschen besser als das war. Und irgendwo ist das irgendwas Ähnliches. Wa? Also ich sehe als dass ein Tankwart, dass das überhaupt nicht also eine wichtige Sache ist irgendwie, wa? Da was zu verändern. Eine Veränderung, wa? Die kann ja nur vor sich gehen. An den Sachen, wo die ganze Gesellschaft so gestützt ist, wa? Wo alles von abhängt, wa? Und das ist die Arbeiterschaft. Wa? Das sind die Fabriken und die Großbetriebe. Das muss eben angestrebt werden, dass unter den Arbeitern in den Fabriken eine Solidarität entsteht. Zum Beispiel auf der Tankstelle ist die große Scheiße, dass ich da alleine bin, wa? Dass ich keinen Kontakt irgendwie zu Kollegen habe und so. Wa? Da gibt es auch eine Gewerkschaftsgruppe, wa? Aber das sind 6 Leute so, von 500 Tankwagen, die gibt. Für mich hatte die Konsequenz, dass ich nicht ewig auf der Tankstelle arbeiten werde. Ich will ja nochmal Autoschlosser lernen. Auf der Arbeit haben wir gemerkt, dass ein Haufen Sachen, wo wir unzufrieden waren und rumgemeckert haben, bis ich über Kapitalisten, über Ausbeutung, dass wir überhaupt nicht genau wussten, wie das eigentlich zusammenhängt alles. Und da haben wir uns dann hier im Haus zusammengesetzt und haben eine Schulung gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir nur die Ersten sind, die angefangen haben, sich gegen Unterdrückung zu wehren. Ne? Wir sind nicht die Ersten, die unzufrieden sind. Das haben wir dann auch bei der Schulung gemerkt, wo wir nämlich gesehen haben, dass der Kampf gegen Unterdrückung und gegen Ausbeutung, der findet schon statt, seit Menschen, andere Menschen für sich arbeiten lassen. Die Geschichte unserer Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Schon immer haben sich die Unterdrückten gegen ihre Herren aufgelehnt und für ihre Befreiung gekämpft. Sklaven erkämpften ihre Freiheit. Leibeigene erhoben sich gegen ihre Feudalherren. Bauern wehrten sich gegen die Großgrundbesitzer. Das Bürgertum befreite sich vom Adel. Die Arbeiter kämpfen gegen die Kapitalisten. Die Herrschenden waren im Gegensatz zum Volk immer eine kleine Minderheit, die ihre Macht nur dadurch aufrechterhalten konnte, dass sie die Armee hinter sich hatte, dass die Kirche auf ihrer Seite war und dass sie Gesetze machten, die in ihrem Sinne waren. Sie schufen den ganzen Staatsapparat, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Dadurch konnten sie den Widerstand des Volkes oft bereits im Ansatz bekämpfen und mit brutaler Gewalt niederschlagen. Doch wenn das Volk sich zusammengeschlossen hat, hat es Siege errungen. Zum Beispiel bei der Französischen Revolution.
der Revolution übernahm das Bürgertum die Macht. Es trieb die Entwicklung der Technik voran und entfaltete die kapitalistische Produktionsweise. Dadurch entstanden zwei neue Klassen, die Kapitalisten und die Arbeiter. Millionen von Arbeiter schaffen durch ihre Arbeit den Reichtum, den sich ein paar wenige aneignen. Die Arbeiter können nicht darüber bestimmen, was und wie produziert wird. Sie sind von den wenigen abhängig, denen die Fabriken gehören. Um leben zu können, müssen die Arbeiter jeden Tag ihre Arbeitskraft verkaufen. Für jede Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen mussten sie kämpfen. Am Ende der 20er Jahre waren mehrere Millionen Arbeiter in der KPD organisiert, weil sie erkannt haben, dass sie ihre Lage nur verändern können, wenn sie die ganze Gesellschaft grundlegend verändern. Das heißt, wenn sie die politische Macht erobern. Streiks und Demonstrationen ließ die sozialdemokratische Regierung auf kämpfende Arbeiter schießen. Dem Kapital ist es schließlich gelungen, mit Hilfe des Faschismus die Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Die Kommunisten wurden verfolgt und ins KZ gesperrt. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit existiert auch heute noch. Immer noch wehren sich Arbeiter gegen die Verschlechterung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Sozialdemokraten wollen uns weismachen, dass man den Kapitalismus nur ein bisschen zu verbessern braucht und dass es dann möglich ist, dass alle Leute im Wohlstand leben können. Damit können sie immer noch viele Kollegen täuschen und vom Kampf abhalten. Trotzdem wehren sich die Arbeiter gegen die Unterdrückung. Das sieht man an den Streiks in Westdeutschland, Italien, Frankreich, England. Überall wehren sich Arbeiter gegen die Ungerechtigkeit und kämpfen für ihr Recht. Ich frage mich, was wir im Betrieb machen können. Und alleine, keiner von uns ist irgendwie in einer Organisation. Ja. Wir sind alle im Rauchhaus. Aber wir haben keine Stütze von einer, wir sind nicht organisiert im Betrieb und so weiter. Das heißt, wir sind unheimlich schutzlos, wenn wir gegen was angehen wollen. Und das ist mir passiert bei Krupp, dass ich habe mich zweimal mit dem Meister so in der Haare gehabt, dass wir uns fast gewichst hätten. Ne? Und jetzt kommt das raus, jetzt bin ich plötzlich auf der Platte. Ne? Plötzlich bin ich ein ganz alleiniger Hund. Ne? Es ist viel zu wenig bei den einzelnen Leuten da an Bewusstsein und an Kampf, an Erfahrung, wie man sich wehrt und welche Möglichkeiten es da gibt. Wir müssen Erfahrungen sammeln, ja? Auch Kampferfahrungen, dass wir nachher eine Partei oder irgendeine Organisation aufbauen, in der wir kämpfen. Wenn ich heute sehe, dass es notwendig ist, organisierten Kampf zu führen, dann muss ich doch heute anfangen damit. Dann kann ich doch nicht das irgendeinem Zufall überlassen, dass der Moment kommt, wo das passiert. In dem Land, in dem wir wohnen, sind aber ein paar Millionen. Wenn wir uns erstmal einig sind, steht, glaube ich, ein ganz anderer Wind. Dann werden sie nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socken machen, auf die Bahamas oder in Tessin. Der Teufel weiß am besten, wohin.